to the east lies the Middle Kingdom, the homeland of great thinkers and incredible artists, the land of mighty rivers, majestic mountains, and mysterious forests. The legendary temple of South Shaolin first appeared here hundreds of years ago. Its inhabitants perfected their ancient techniques for centuries, training the body, mind, and soul every day. Fearless monks defended the temple from both ruthless bandits and the terrible forces of darkness. But their greatest challenge was the invasion of the Wukou, pirates from the east who landed on the country's southern shores. When the government, mired in corruption, was unable to withstand the enemy's assault, the Shaolin monks decided to break their own rules and help. Joining forces with the Imperial Army, the monks managed to defeat the Wukou troops at the cost of many of their own lives. Victorious, the monks returned to their monastery and life went back to normal in the coastal towns. However, for the young fisherman Wei Cheng and his village, trouble followed trouble, seemingly without end. Und somit willkommen, Freunde, an einem Samstag, frisch aufgestanden, total müde, uns jetzt dieses wunderschöne Shaolin-Spiel an. Bandits again in less than a month. Durch die Gegend kloppen. I must find Grandfather. He probably went to fight them on his own again. Oh, was haben wir denn jetzt für Möglichkeiten? Ah, okay. Da können wir zuschlagen. Da können wir auch zuschlagen. Da können wir ausweichen. Aber abwehren. Ja, okay, wir werden ja wahrscheinlich eine kleine Einführung bekommen. Okay, Y. Y ist vernichtender Schlag. Sehr gut. Jawohl. A ist ausweichen, das ist auch gut. Das ist cool, dass er beim Ausweichen quasi noch tritt sogar. Okay, aber dann machen die jetzt mal hier fertig. Das war jetzt ja schön. Auch sinnvoll. Aber wir müssen hier Gegner besiegen. Weibliche goldene Angriffe können durch... Ah, okay. Ist keine schlechte Option. Aber man hat eben gesehen, also das ist natürlich ein hartes Timing, wenn du da nicht genau synchron bist mit dem, wenn er zuschlägt, dein Gegner, dann hast du aber ein Problem. Sehr gut. Stöße sind gegen die Panzerung, das ist ja schon mal nice. Hat auch gut zu funktionieren. X treten springt aus höher, größerer Entfernung. Ja, ich drücke X. Okay, also immer wenn einer schießt, drücken wir X und fliegen ihn mitten in die Fresse. Das ist nice. Wie hier zum Beispiel. Dann kann er sein Pusterrohr sich sonst wohin stecken. Hier wird hart gefightet. Was mir noch ganz lieb wäre, wenn ich jetzt wüsste, wie ich Energie aufladen könnte. Wei Cheng, go at once. You are no match for them. Yeah!
Bastard! Ja, der Typ hat's aber drauf, ey. Okay, ich glaube, das sollte so sein. Wir haben keine Möglichkeit, uns dagegen zu wehren. Wei Chung lay bleeding to death in the middle of his plundered village. This was how our story would have ended if the Buddhist monks hadn't arrived in time. Making a stretcher out of their staffs, they placed Wei Chung on it and carried him for several days until they finally reached one of the local fortified houses. Ja, manchmal gehört Scheitern auch zum Spiel dazu, um die Story zu erzählen. You have awoken at last. I am glad that my potions were able to help, for you were barely breathing when they brought you here. Who are you? How did I end up here? We are the monks of South Shaolin. I am Master Zhong Fei. On my left is Master Guan Li, the leader of our group, and Master Xuan Pai, his right-hand man. You are in our camp in an abandoned Tulu, not far from your village. Our scouts found you among the ruins and brought you here. Thank you. My name is Wei Chung. My grandfather was beside me in the village. Did he survive? I am sorry. We arrived when it was all over, and the village was nothing but a smoking ruin. You were the only survivor. Monsters. I will hunt them down and kill each and every one of them. Do you really think that these are normal bandits? We are sorry to bring you such sad news, but at least you are safe now. You are recovering quickly and will be able to return to your relatives soon. Do you have somewhere to go? I lost my parents when I was still a child, and my grandfather raised me. The rest of my family lived in the same village. Fate has been harsh to you, Wei Chung. We will wait until you are fully healed and then decide what to do. They cannot just toss you out onto the street. Ja, das ist jetzt quasi das Art Lager, wo wir hin können. Liu Haibo asked you to see him. Liu Bo möchte dich sehen. If you need any help during the battle, just call for me. I'm not Master Zheng Lung, of course, but I can certainly fight as well as you. Starte Netzwerkspiel. Wir starten kein Netzwerkspiel, aber es ist gut zu wissen, dass wir eins spielen könnten. Gucken, wo die Story weitergeht. Ah, ich vermute mal hier. Hallo, Wei Jin. My name is Liu Haibo. You don't look like a monk. You're a sharp one. I am but a poor merchant, as well as the captain of the ship Sparrow Feather. We will meet the monks in the south, in the Fujian province. The same place where the Temple of South Shaolin is located? That's right. They needed a ship to get over to Zhenjiang. I didn't take any money for the service and ended up staying with them. I look after the weapons and help them get where they need to go. I don't have a crew right now, so the monks themselves are helping me sail the ship. The first combat sailors of Shaolin in the world. Waffen und Gegenstände. Eichenstab. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es weitergeht. Ach, hier ist er. I guess you have some balls, lad, and you can stand up for yourself. However, you must start using your chi in combat. Follow me, and I will teach you how to achieve it. Let us start with focusing on the internal power within you. Try to feel how it flows within your whole body, filling every part of you. Now, go ahead with one of the strokes, but keep it slow. Try to get all of your energy in it. So, halte linke Maustaste, mittlere Maustaste, rechte Maustaste gedrückt für weiteren Schlag. Ich spiele am
aber mit Joypad, mein Bester. You're a quick study, Wei Chang, aren't you? Keep in mind that your power is limited, and it only fulfills during combat. Okay, wenn wir jetzt, sag ich mal, normal schlagen, laden wir unsere Energie auf. So, zack, ist aufgeladen. Wenn wir jetzt X gedrückt halten, dann können wir die, glaube ich, mit so einem Art Powerschlag. Genau. Ja. Anwenden. Jawohl. Alles klar, super. Laden wir die wieder auf. Ja, Training beenden wir. Ich will mich in Real Life kloppen. Ja, aber gut zu wissen, hier kann man trainieren. Mir wäre es ganz lieb, wenn es mit der Story gleich weitergeht. Wei Chang. Since you have almost fully recovered, I have a simple but very important request. Brother Zheng Lung has gone to the Temple of the Late Plum on Putuo Shan. We haven't heard from him in a while, and Lu Hai Bo is planning to sail after him. Can you help him? Of course. Bin ja froh, wenn ich was zu tun habe. Plus, Master Zhongfei told me that I need to move more. Thank you. That would be a huge help. You'll meet Zheng Lung at the same time. He's one of the best South Shaolin warriors. Ah, hier geht's jetzt raus, ja? Sehr gut. I'll go and check the hold, since we recently developed a rat problem. I will wait here for you. Who are you trying to trick, B.A.D.? You have boxes of wine down there, not rats. These are herbal potions. Hurry up. I want to leave before noon. Okay. Strange. The gates are broken. Das war ein Schatten. Ich dachte eben, da wäre eine Lücke im Boden. The temple has been attacked. We must find Zheng Lung. Ja, ich hab's halt drauf. Macht Spaß. Das hat so ein bisschen Oldschool-Feeling, so wie die Spiele früher halt waren, ne? Also mal so ein bisschen rumlaufen, rumkloppen. Wie komme ich denn an den da ran? Okay, so. Auch nicht schlecht. Ja, hat schon recht. Die Gepanzerten sind mit diesen Schlägen hier sehr gut zu schlagen. Er durchbricht natürlich alles. Ja. Die nehmen wir nochmal mit, bevor wir abhauen. Ja. Ich habe vorhin auch gelernt, dass ich mit X länger springen kann. Oder weiter springen kann. Kann ich die Fässer kaputt machen? Okay. Login, grüner Tee, 20% Gesundheit wieder her. Drücke die Hochtaste, um ihn zu trinken. Ah, sehr gut. Alles klar, super. Dann weiß ich auf jeden Fall, ich muss die Fässer auch kaputt machen. Hier sind ja auch noch zwei.
Panzerung. Sehr gut. Okay, man darf natürlich nicht drüber nachdenken, warum die gerade der Meinung sind, sie müssen mir immer einen verpassen. Ich kenne die ja alle gar nicht. Die, ne, ich glaube nicht, dass China so feindlich ist, dass du durch die Gegend gehst und kriegst einfach auf die Liste. Ohne Sinn und Verstand. Okay, super. Ach, die müssen wir jetzt auch nochmal. Okay. Ja, sehr gut. Ja, ist vom Timing her gar nicht so einfach. Aber ganz geil gemacht auf jeden Fall mit den Getränken. So relativ einfach. Panzer durchbrechen. Sehr gut. Zack. So laden wir gleich ganz auf. Finde ich auch cool, dass man mehrere grüne Käse einsammeln kann hier. Um die Energie wiederherzustellen. This isn't a temple, it's a pile of useless crap. Well, did you morons find it? Der Typ sieht nach Power aus. We've gone through everything, even the toilets, but it's nowhere to be found. Shit. Finish off the monks and this lowlife, then burn this place down. Who are you calling a lowlife? Ich kann mir vorstellen, dass ich gegen den großen Staaten auch noch kämpfen muss. Ja, die Panzerung wird auch mal größer. Ein bisschen auf die Energie achten. Shi Changlong? That's right. You must be the fisherman. Yes, my name is Wei Cheng. Shi Guanli has sent me and Liu Haibo to get you. Looks like this hawk has beaten the crap out of you. That was only round one. However, I must admit that their leader, despite fighting with the grace of a drunk pelican, possesses superhuman strength. Quick, let's head to the ship before Liu Haibo starts complaining again that we're dawdling. Jawohl, Kapitel 1, ne? War es das? Zhenglong, did you find out anything? The monks themselves haven't heard anything, but the Wuku still left behind a few hints. It seems that at least two clans are operating in this region. Red Clan, which attacked Wei Cheng's village, and Green Clan, which we confronted just now. We don't yet know if they are connected. Wait, wait! Did you say Wuku? That's right. Japanese pirates have reappeared on the shores of the Middle Kingdom, although their attacks are still very infrequent. But you had crossed the Wuku 5 years ago. I thought my village was attacked by just another band of brigands who dressed up as pirates to scare people. They've done that before. I don't care if they're bandits or another Wuku invasion. I want to help you fight them. First, it's too early to talk about a full-scale invasion. There are different theories about what is happening, and our group was sent here to find the answer. Second, if we need help with fishing, we will be sure to call for you. Fishing? Hey, I fight better than you do. Yeah, pull the other one. How would a simple fisherman know how to fight?
Staff fighting was a skill passed down through the generations in my family, as well as fishing. Grandfather didn't have time to teach me everything, but it was enough to defend our village from bandits. It'll certainly be enough to knock the teeth out of those filthy pirates. I've seen him fight, Gwenli. His technique is weak, but he has enough strength and endurance for two. I'll give him that. Plus, you know yourself that few survive with such wounds as his. As much as I respect our teacher, there is more at work here than infusions. And he can kill a pirate by grabbing him by the mustache. What if the pirate doesn't have a mustache? They killed my whole family and destroyed my home. Give me a chance to get even. Fine. An extra staff won't hurt. Come back when you are ready. I have a few tasks for you. I won't let you down. Well, Wei Chang, it is about time for you to fight alongside the true monks of Shaolin. Whenever you're ready to learn something new, I will be there for you to show some of our combat techniques. Ich finde das gar nicht so schlecht, sag ich mal, dass ich immer wieder die Möglichkeit habe, mich hier zu verbessern und einfach nicht nur so wild rumlaufe und rumkloppe, sondern es auch was Sinnvolles gibt. So Klickattacke. Kickattacke soll das heißen, oder? Ne, das ist ein LV-Klickattacke, steht da. Seltsam. Aufschlagtreffer, Beschleunigung. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier oben können wir die vergeben. Dann machen wir ruhig. So. Jo. Alles klar, super. Achso, ich dachte, ich muss da nochmal trainieren oder mit ihm kämpfen. Oh, wir haben... Das ist eine andere Waffe, das ist ja cool. Das gefällt mir doch schon besser. So. Yin und... warte mal, Yin und Jin haben einen verwundeten Holzfäller gefunden, der ihnen sagte, dass ihr Sägewerk angegriffen wurde. Das ist hier. Na, nicht so rüber. Händler, die an unserem Lager vorbeikommen sind, haben uns mitgeteilt, dass Banditen das Gästehaus Eight Dire Dreams erobert haben. Ich mache. Nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir das hier ruhig. Ja, warum kann ich das denn nicht nehmen? So, doch, ich kann das auswählen und dann hier rausrennen. Ah, ich schlumpf. Das muss ich nur lernen. Sehr gut. Zweimal grünen Tee. Ist auf jeden Fall mit der neuen Waffe viel besser laufen. Weil ich jetzt auf nicht mehr den blöden Holzstock habe. Da wirklich auch schon ein bisschen was mit Schärfe vorne dran, eine fette Klinge und so. Ja, oder? Sehr gut. Ja, der Mann hat Power. Wie er vorhin im Camp schon sagte, ich habe vielleicht nicht die größte Technik, aber ich habe unheimlich viel Kraft. Jawohl. Auch hier gilt wieder alles looten, was irgendwo in einer Kiste ist.
mit den Getränken echt Luxus, dass wir so viel einsammeln können. Oh, wir müssen aufpassen. Das ist jetzt das Sägewerk. Panzer. Kriegen wir nochmal einen Schluck. Und noch einen. Noch einen oder? Nee, das war's dann. Aufpassen, dass es uns da nicht erwischt. Jetzt liegen wir da in zwei Teilen. Boah. Ja, das geht schneller als man denkt. Zack. Wir haben schon einen krassen Helden hier. Macht da mal wirklich Spaß. Also das ist ein geiles Game. Ein bisschen knapp. Ja. Alter Shit. Da hat's mich doch zerrissen. Ich hab gedacht, ach komm, das packst du ja wohl. Das ist eine mega Energie hier. Ja, okay. Das ist natürlich eine reine Konzentrationssache gewesen hier. Dass die Typen da oben so runterkicken kann. Ah, ich renne da wieder genau rein, ey. Lumberjacks anywhere, and the Wuku wouldn't have taken them as hostages. It means that they managed to escape into the forest. It is safe to return. Okay, schade. Ich dachte, den letzten kann ich auch noch erledigen. The Wuku have occupied a small village north of here. According to reports, the same red mask swordsman who wounded Zhang Lung also led the attack. I thought masks were only worn on holidays. Every day is a holiday for that cutthroat. Silence, you idiots. Zhang Lung and Wei Cheng, you will come with me to free the village. The plan is simple. The village is surrounded by a thick bamboo forest, which we will use to sneak up to it. Once we reach the edge of the forest, we will draw closer together. If you meet the leader, wait for the others. Do not engage. It shall be done. Certainly, my general. Oh, why did I take you dorks with me? As soon as we are back, you're going off to meditate for 2 days.
and think about your inappropriate quips. Jawohl, sehr gut. 5 Punkte haben wir wieder zum Vergeben. Aufschlagtreffer. Mal versuchen, dass das so ein bisschen ausgleiche. So, 3, dann gehen wir hier mal rüber. Jo, 3,20, 3,20, 3,20, sehr gut. Okay, da hat nichts Neues für mich. Ich denn nochmal meine Aufträge? Ach so, ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt könnten wir theoretisch hier hin und dann dahin. Gehen wir wahrscheinlich gleich dahin, ne? Ja, krass, dass die in ihrem Haus, in dem Lager kein Fenster haben oder so. Okay, soll wahrscheinlich geheimnisvoll sein. Jetzt klettern die schon hoch. Um da von da oben ihr Pustenrohr zu benutzen. Das heißt, die kann ich von da oben erstmal nicht runterkicken. Ja komm, puste schon. Aber auch mies, dass sie mir, dass ich den Grüntier immer selber einsammeln muss, dass die im Lager nicht mal in der Lage sind, mir eine kleine Ration mitzugeben. Ja. Das sind ja Spielverderber. Okay, aber wir haben ja schon wieder 4 Stück. 5 sogar. Oh, sehr gut. Das ist schon immer, dass grüner Tee gesund ist. Ja, komm her hier. Hier. What bastard did this to them? Einen halben Wald abgeholzt. Okay, einen Schluck habe ich genommen. Gar nicht machen müssen. Der Nutzer Pusseron hier. Ja, den nach oben haben wir auch gleich gemacht. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars mit Laserschwert, wenn sie dann die Schüsse von den Laserpistolen mit abwehren. Dann fliegen die halt auch zurück. Jawohl. Sollte eigentlich mehr ausweichen, das wäre gar nicht verkehrt. Aber mit A ausweichen ist eigentlich relativ einfach. Ich habe eigentlich auch ganz gute Energie.
Zumindest Energie ist voll. Ich habe die Möglichkeit, ganz viel Grüntee zu What is this? Another partisan peasant coming to get revenge for his dishonored sister? You haven't even pissed yourself in fear like the others. Ich glaube, du hast gleich die Hosen voll, mein Freund. Only when you're about to die. How daring! I like it. I'm about to add another head to my collection. Come on, Pipsqueak. Show me how you wave your hoe about. Okay. Schlag setzen, ausweichen. Schlag setzen, ausweichen. Und wieder Schlag. Ausweichen. Ich muss mehr ausweichen. Jetzt kriegt er mal einen Powerschlag von mir. Ausweichen. Scheiße. Soll mal ein bisschen auf seine Energieanzeige achten. Ja, das Gefühl geht sich mal wieder auf, ne? Ich muss mal weg hier. Und er ist ja auch die ganze Zeit am Saufen. Aua. Los, komm weg hier. Der braucht aber eine Menge. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich hier meine Techniken falsch einsetze. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ausweichen, trinken. 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 Okay, wir haben ihn bald. Natürlich ein Geduldsspiel hier. Ja? Ich habe mir schon gedacht, dass wir auf den mal treffen. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Schade, dass es kein Finish im gibt oder so. We've beheaded one of the Wuku gang and forced them to flee. I'm afraid that this is only the beginning, so don't let your guard down. You were a great help, Wei Chung. Well done. This doesn't cancel out the fact that he engaged their leader without waiting for us. I gave you clear instructions, fisherman, and you disobeyed me. And you weren't here, and he could have escaped. We had completely surrounded the village, so he had nowhere to run. That was the whole point of the plan. There is great power inside you, Wei Chung, but it is held back by your rage and hunger for revenge. I can take you under my wing and teach you everything that I know. But you must promise to obey Master Guan Li and I, and not let anger control you. All right, I promise. Our heroes didn't get to celebrate their victory for long. The Red Wuku clan, which had disappeared after attacking Wei Chung's village, suddenly reappeared in the south of the province. Teams led by the warrior in a white mask swept through the helpless villages, leaving behind only smoking ruins and mounds of ash. Ui, Kapitel 2. Ja, also ich hatte geholfen und jetzt sagt man, ich soll meiner Rachelust nicht nachgehen. Ich darf mich nicht vom Zorn verleiten lassen. Ist auch so ein bisschen Star Wars Mentalität. Wei Chung, you don't look so good. Are you having nightmares again? Yes,
It's always the same one. I'm in the village again during the Wuku attack, surrounded by fire, death, and screams. And there stands a warrior in red armor and a white mask. Guan Li says that we are on the right path, and we'll be able to track him very soon, although he continues to elude us thus far. His clan is much more organized. According to the sparse reports, their leader acts more like a war chief than a pirate. I don't care what he's like. When we finally reach him, I will tear out his heart with my bare hands and feed it to the dogs! You need a distraction, and I happen to have some good news. You have learned much from me over the past few weeks, but it is time for you to see certain things that we teach only in South Shaolin. Let us go outside. This fighting style is called Southern Elements. It allows you to use your chi to perform incredibly powerful hits. The first move is a round attack, which inflicts damage on every foe close enough to you. Yes. The second move unleashes the full power of your weapon over the head of your enemy. Alter. The third move throws your opponent into the air, canceling his attack and making him vulnerable to kicks. Ist natürlich sehr nice. Nein, ich will das Training nicht beenden. Now go ahead and try to use all of this in real combat. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden das Training und stürzen uns in die nächste Mission. 6 habe ich wieder zum Vergeben. Jawohl. Wir werden immer stärker, das gefällt mir. Geht's nicht hoch? Achso. Oh, er hat Schuhe für uns. Auch nice. Ist geil, ist also geil gemacht auf jeden Fall. Es ist immer mehr Kraftkriegs, immer What mehr. What is it, Shumpai? Ausrüstung. I'm trying to write in my free time. I'm recording all our travels and adventures. Perhaps something worthwhile will come out of it at the end. There's plenty about you in there. You should check sometime that I haven't made anything up. So, ist genau, das ist jetzt die Frage. Da waren wir ja schon, ne? Navigation auswählen. Mit da. Achso, wir könnten die theoretisch nochmal spielen. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Dem Kloster aus dem Berg Longhu berichtet, dass einer seiner Mönche mehrere Gruppen von Woku gesehen hat. Okay, dann nehmen wir das doch mal. Ist auch, glaube ich, das letzte, was wir jetzt spielen. Machen wir erstmal Schluss. So, da Hong Po T verdoppelt den zugefügten Schaden für 5 Sekunden. Drücke die Rechtstaste, um ihn zu trinken. Oh, die neuen Features gefallen mir aber mega. Mega nice.
fliegt sogar der Hut weg. Aber ich muss sagen, wir bräuchten ein bisschen mehr Energie. Tee trinken. Jetzt die neuen Fähigkeiten an. Noch ein bisschen gucken, dass man die, wenn man ausweicht, auch ein bisschen isoliert. Jetzt brauchen wir aber einen Trank, sonst haben wir ein Problem. Wir brauchen dringend Energie. Ja. Der Luxus wie in Kapitel 1, dass man dann locker mal so 10 Tränke hat, scheint so ein bisschen verhungert zu sein. Cool. Jetzt geht's eigentlich. Kriegen wir nicht kaputt irgendwie. Jetzt kriegen wir wieder genug Tränke. Ja, da sollten wir echt aufpassen, da in der Mitte zu bleiben. Ist auch nicht schlecht, weil der den Schaden erhöht. Jo, den haben wir auch platt gehauen. Immer gut auf die Energie achten. Das ist wie beim Shooter, wenn man nicht nachlädt. Immer ein Problem. Eine schöne Kombo gewesen. Nice. Mal die zwei Tees rein snacken. Zack.
Grüner Tee verleiht Flügel. Man muss alles mitnehmen und zerstören, was man kann. Nur Tee trinken heißt es normalerweise, aber hier musst du trinken und zuschlagen. Ja, sehr gut. Ja, Energie lieber mal auf Maximum halten. Der RB-Funk ist doch jetzt, hat es funktioniert. Ich habe eben kleine Schwierigkeiten. Wir müssen jetzt wieder zurück. Ah, jetzt geht's hier lang. Sind normalen Angriffen sie immun gegen. Nehmen wir doch mal das hier. Sehr gut. Das heißt, wenn wir unser Ski aufladen, können wir auch die Geister besiegen. So, komm, jetzt aber auf die Lese. That's why the Wuku came here. Ja, sehr gut. It's not safe to leave the relic here, especially since I killed its protector. I'll take it with me and show the others. Schade, da war was Grünes. Ich dachte, ich hätte das einsammeln können. Leider nicht. Es sieht so aus, als hätten wir eine Perlenkette gefunden. Object. It seems to be made out of jade and looks very old. The pirates probably wanted to sell it to a collector. At the peak of the Wuku power, a huge number of holy relics from plundered temples ended up in the hands of the rich. It's definitely a serious item, since it was guarded by quite an aggressive ghost. Those Taoist priests love nothing more than summoning spirits and casting spells. Interesting. Xuanpai, can you find out anything about this temple and relic? I don't want to wake up one morning with some demon eating my eyeballs. I will try, but my collection of books is quite limited. I will let you know if I find anything. Sehr schön. Also hat er die grüne Jade doch eingesammelt. Wieder 6, die wir vergeben können. Nee. 6, 7, 8, naja, okay. Nicht ganz optimal gelaufen, dann verteilen wir die Punkte halt anders wieder. Und jetzt kann ich denn machen? Die Maske ausgesucht, aber
Ach, das ist die Kette, genau. Sehr gut. Würde ich sagen, ist das der letzte Kampf, den wir jetzt noch machen? Jawohl. Oh. Jetzt sprengen die sich hier selber in die Luft. Ein bisschen aufpassen. Entweder schnell genug und ziehen den gleich an über oder. Ist eigentlich nice gemacht, sowas. So in den 80ern, Anfang der 90er, sagen wir so, in 2D war, ist jetzt schon in 3D. Da war noch so ein bisschen Oldschool-Feeling. Selber irritiert. Konnte mich gar nicht orten, wo ich bin. So, looten seinen Urgroßvater. Komm her. Ah, hab ich da runtergefallen? Was war das denn, ey? Oh, aufpassen. Ich hätte gedacht, ich kann da nicht runterfallen. Rein kann ich da auf jeden Fall nicht. In die Hütte. Ich kann da echt runterfallen, das gibt's ja gar nicht. Komm, die holen wir uns alle hier. Sehr gut, Nummer 1. Nummer 2. Ja, komm. Sehr gut. War doch schon mal nicht schlecht. Aber auch hier gilt wieder maximale Energie. So viel Tee haben. Oh, jetzt kommt da einer, der ist ein bisschen größer. So mehr schon Samurai. The last ones. Time to go back. Wo sind die letzten?
umzukehren, okay. Ja, das ging aber doch relativ gut, muss ich sagen. Bessern wir unsere Fähigkeiten nochmal auf. Gleich nie aus. So, 8. Und jetzt können wir nochmal 9, 9, 9. Sehr gut. Immer noch müde, wie heute Morgen. Egal. Schauen wir mal. Die Punkte hier hatten wir, glaube ich, vergeben das letzte Mal. Genau. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben bestimmt noch eine gute Mission, die wir erfüllen können. So, hier gibt's die Sandalen, haben wir schon, ne? Aber hier gibt's noch was. Fischerstab, Eichenstab. Kann man das irgendwie sehen? Schade, man sieht nicht, was die für eine Kraft haben, ne? Aber ich bleib bei dem. Das sieht ganz gut aus. Metallisch. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kraft. Also von daher. Nur machen wir die erstmal hier. The Wuku have set fire to the building. Oh. Das Gebäude brennt, ne? Ganz toll. Die Säcke haben das echt angesteckt. Ja, ich glaube, ich muss meine Spezialfähigkeiten hier auch gleich mal benutzen. Roter Tee, das ist gut. Grüner Tee ist auch gut. Ja, die haben natürlich eine extreme Panzerung. Die irgendwie befreien, ne? Weiter nach oben. Ich würde sagen, wir snacken uns den grünen Tee auch mal rein. Das sieht nämlich gar nicht so gut aus. Jetzt gibt es einen auf die Mütze. Okay, super. Los, die Energie auffüllen, ne? Ach, ich kann die Türen aufmachen und die befreien. Sehr gut. Das ist ja auch noch nicht. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Zack, auf die Mütze. Mehr Leute ich rette, umso besser ist das. Und hier oben ist ja auch nichts mehr, ne? Haben wir ihn befreit? Geht's rechts noch weiter? Ja, das ist das Feuer. Ja, dann brenne ich selber. Ja, dann gehe ich mal weiter nach unten. Noch zu retten 7, das steht da ja auch. Oh, ich bin aber so ein Schlumpf. Mann, Mann, Mann. So, 6. Also man sollte auch manchmal ein bisschen aufpassen beim Zocken, was man da macht.
sag, auf die Fräse. So, wie viel haben wir denn jetzt noch? 4 Stück müssen wir noch retten. Müssen wir hier runtergehen, ne? Ja, los, komm. Are you okay? Yes, thank you for your help. The Wuku appeared out of nowhere, so we didn't even have time to lock the gates. They burst in and started killing, raping and pillaging, and locked up those they didn't kill. They decided to burn down the Tulu and everyone inside before they left. We have to help the others or they'll burn alive. Run outside and hide. I promise that we will save everyone. Okay, sehr gut. Drei noch zu retten, okay, dann müssen wir wahrscheinlich in die Richtung hier. Es ist ja komisch, wie komme ich denn da hin? Ah, alles klar, ich kann springen. Ja, da komme ich aber nicht hin. Okay, dann muss es einen anderen Weg geben, wahrscheinlich nach oben. Klar. Komisch, ich will hier runter. Wie komme ich da unten hin? Warte mal, geht's hier lang? Halt, nee. Nee. Mann, macht mir hier keinen 31er. Die Steuerung ist an der Stelle ein bisschen komisch. Nur der ist frei. Muss doch eine Möglichkeit geben, da hinzukommen. Rätsel an Rätsel. Hier geht's auch nicht weiter, okay. Es geht hier nur nach oben. Hier muss ja irgendwie noch eine andere Treppe geben, auf jeden Fall. Na, hier ist ja auch noch eine, alles klar. Das war die fehlende sozusagen. Oh, geh doch ran da, Mensch. Oh, Alter, er stellt sich hier an, das gibt's ja gar nicht. Kämpft ja wie ein Mädchen. So. Noch einen zu retten. Einer fehlt uns noch. Ah, hier. Alles klar, super. Sind alle frei. Wow. Hätte ich mal gleich gelesen, was ich da machen soll, dann wäre das nicht so kompliziert gewesen. Mann, Mann, Mann. Aber egal, wir haben es ja geschafft. So, 6 Punkte können wir wieder vergeben. Sehr gut. Er hat andere Sandalen jetzt für mich, oder? Oh, goldene Gamaschen. Die sehen aber auch sehr geil aus. Ausweichen wird durch den Power Dash ersetzt. Er durch jeden Feind, den durchgeht und Unbesiegbarkeit verleiht. So, jetzt ziehen wir die doch mal an. Kritischer Treffer. Die Verwendung von Kui stellt die Gesundheit wieder her. Die Angriffsgeschwindigkeit steigt. Anstieg um Kombozähler maximal 25. Ja. Nee, da bleiben wir. Okay, weiter geht's. Nächste Abenteuer.
Listen up, everyone. As you've probably noticed, the local authorities are still doing nothing. As if it's ever been otherwise. That's true. However, we have received a letter from an official named Wang Taixin. He has arrived from the capital to act as the censor and to restore order to the province. His powers are still limited, but his spies have discovered the location of the Wuku base. It is in a coastal cave not far from Wei Cheng's village. They have been hiding right under our noses this whole time. We must go at once, before their leader eludes us once again. I know the cave. We'd often climb inside as children. Not many people know that it has two entrances. A large one from the beach, and a tiny one from the opposite side, which leads to a subterranean river. It's pitch dark in that part of the grotto, with little space and sheer drops on either side. The path is nearly impossible to spot from the inside, and the Wuku won't know about it. We can storm in through that entrance and use the element of surprise. A good idea, but such a plan won't work. Considering how narrow the cave is, we will be like fish in a barrel if they spot us too early. Let's do this instead. I will lead the main group in from the beach and engage them outside, drawing out their main forces. Meanwhile, you and Xuan Pai will slip in from behind and set fire to their ships. This will cause a panic, and we'll then use all our strength to force them back inside the cave. Excellent plan. Let's go. Oh ja. So viel Vorgerede. Xuan Pai, are you alright? It appears that the pirates found out about this passage and set a trap in the water. The blade has gone straight into my stomach. Damn. I must call for help. Maybe the others haven't launched the attack yet. I'll be all right. You can do it. Erreiche den Pier, okay. Natürlich drauf an, was das für Gegner sind. Okay, mein Ski ist ja schon aufgeladen. Sehr gut. Was hat der hier verloren? Eine Mütze oder? Hier gilt natürlich wieder, alle Fässer kaputt machen. Oh, roter Tee ist gut. Ich brauche aber auch Grüntee. Ja, Kaloderma-Rennsandal. Das shit, aber nicht schnell genug. Ah, bin ich da noch runtergefallen. Das Gute ist ja der gute grüne Tee. Lecker, lecker. So, snack ich mir mal einen rein hier. Die neuen Schuhe sind, oder Stiefel sind echt gut. Grünen Tee. Mir aber ein bisschen gegeben, ja. Los, komm. Na, endlich. Oh, warum fällt der denn da runter, ja? Kann ich immer alles zerstören? Ah, es ist genug Energie da, also man stirbt nicht so schnell. So, jetzt gibt es hier noch einer auf die Mütze, da noch einer auf die Mütze. Okay, der ging sogar zum Schluss noch. Ne? Hier sind noch Fässer sogar.
Snacken wir uns alles mal rein. Immer maximale Energie. Das muss unser Ziel sein. Jo, lecker, lecker, lecker. Grüner Tee, grüner Tee. Here you are, you bastard! You won't get away from me now! I was not going anywhere. Okay, das sieht doch ein bisschen gefährlich aus. So eine Art Universalkämpfer, kann man sagen. Die können alles, ne? Die können mit irgendwelchen komischen Gegenständen mit Pusterohr arbeiten, die können mit Bogen arbeiten. Da muss man auf jeden Fall was trinken. Ja, ey. Jetzt erstmal weg hier. Weg hier. Weg hier. Ich muss die Energie wieder aufladen. So, jetzt aber. Jo, der ist weg. Perfekt. I am sorry for burning down your village. I had no choice. Boah. A few years ago, a bloodthirsty tyrant appeared in my homeland, who had decided to conquer the whole country. My father stood against him and fell by the walls of our castle, together with our whole clan. I wanted to launch myself at my foes and die for my family's honor. But I realized that if I died, so would the memory of our clan. I gathered a handful of samurai most loyal to my father and went into exile. I swore that one day I would restore our clan. A fascinating story, but what does it have to do with the murder of hundreds of people? Your deaths were supposed to pay Fudo for the resurrection of my clan. Forgive me, Father. I have failed. Ja, die macht jetzt Harakiri, ne? Ja. Before she died, she said that someone called Fudo promised to resurrect her family in exchange for people's lives. Fudo is a Japanese deity, believed to cast out demons with fire. I have never heard of people making sacrifices to him, especially human ones. Do you think we're dealing with a cult? I don't know yet, but something tells me that there is a person behind the name. Okay. Wir kriegen eine neue Waffe. Master Zhongfei, I would like to speak to you. You have taught me a lot since I've been with you. How to move during a fight. How to strike, how to center my chi, how to breathe, and even how to fall correctly. I've almost completed all the tasks set by Master Guanli, from defending villages to washing these blasted floors. And now you want to take the monastic vows and become a student monk. Am I right? I won't argue with that. You're quick to learn, you train hard, and already fight better than many Shaolin monks. Yet I have one question for you. You have finally gotten revenge on the person who killed your grandfather and burned down your village. How do you feel now? For me, she was evil incarnate. Every day, I imagined how I would take her life with my own hands. I wanted her nearest and dearest, people I never met, to die a painful death. You probably expect me to say that her murder didn't change anything, that I don't feel any better, and other such banalities.
However, I do feel better. Although not because I got my revenge. She was only human. She committed all these murders because she was unable to accept her father's death. I feel better because I was able to discard my hate towards her and feel sorry that she is dead. You have changed much since we first met, Wei Chang. Well, I agree. Wei Chang swore not to drink wine, eat meat, commit adultery, or kill. However, the Shaolin warriors were allowed to break the last commandment if they were in mortal danger. Apart from renouncing worldly pleasures, Wei Chang also had to forswear his common name and take on a new monastic name. Thus, Wei Chang went from being a simple fisherman to being the monk Dao Kung. Krass, jetzt bin ich Mönch. Nicht schlecht. Die Maske ist auch krass. Teacher Zhongfei, why is my new name so similar to Dao Shan's name? The name of every new Shaolin monk is made up of three parts. The first, She, indicates that the monk belongs to our temple. We don't usually pronounce that part. The second part is taken from a strict order of names described 300 years ago in the poem by Abbot Fuyu. It is the same for all the students of one teacher, so my followers are always called Dao. The third part is unique for every monk, and is made up by the teacher. Let's move on to more pressing matters. Now that you are one of us, I would like to teach you another one of our techniques. Not many people know of it, and even less can do it. It is based on being able to completely control your qi. We usually start teaching it after months of preparation and meditation, but we don't have enough time right now. Da bin ich ja mal gespannt. Neue Fähigkeit erlernen wir jetzt. This technique is called the Three Ground Seals. Unlike Southern Elements, it works best when fighting against several opponents. This style drastically differs from everything you have gotten used to. Earth Seals allows us to use Qi for an indirect effect on your foes. The first seal is the Seal of Harmony. It weakens your enemy's defenses. Ja, ganz toll. Problem ist, dass ich jetzt die... Das muss ich mal auf Tastatur umschalten, weil er mir nicht anzeigt, wie ich das beim Joypad löse. Das ist ja bescheuert. So. Ah. Okay, das könnte sein. Da können wir nicht erlernen. Wenn das nicht angezeigt wird, vernünftig, lass mal das und kämpfen weiter. So, wir können aber Skills wieder vergeben. Da mal eine 14, das ist auch in Ordnung. Schauen, was unsere nächste Aufgabe ist. Wong Tai Xin, the official who told us the location of the Wuku base, has sent us another letter. He congratulates us on our victory and thanks us for helping the local residents while the head of the province does nothing. Gratitude doesn't make a meal. It would be better if he sent in the army. Wong Tai Xin is just the censor, and censors don't send out armies. He can only arrest those guilty of incompetence or corruption. The official also says that the situation is more complicated than it seems at first glance. He has invited me to his temporary residence in Hongzhou to discuss it in person. Zhang Lu and Dao Kung will accompany me. Wong Tai Xin, the official gratitude. Das haben wir ja schon. Ich vergesse immer so, dass ich hier dann rausrennen muss.
The Wuku have attacked the residents. Guan Li, what's the plan? Our first priority is to protect Wan Taixin. The residence is very large, and we don't know exactly where he is. We'll have to split up and scour the whole territory. As soon as you find the official, protect him until the others arrive. Oh ja, das macht Spaß. Haben die natürlich schon ein Schwert. Ja, dass ich jetzt hier irgendwo den grünen Tee finde. Ich glaube nicht, dass das jetzt so einfach wird. Aber das Ausweichen ist schon ganz genial. Da fällt mir auch gerade auf, ich habe glaube ich die andere Waffe gar nicht genommen, die ich neu habe. Das war nächstes Mal gleich mitnehmen. Jawohl. Na, komm schon. Genau, ich kann das nämlich auch. Ich sollte ihn mal ein bisschen verarschen. Ausweichen, hinter ihm stehen und dann... Das wäre gar nicht so verkehrt. Ich merke auch immer, ich lasse viel zu viel Schläge zu. Oh, der erste Tee. Ah, oh, super, den snacken wir uns gleich rein. Oh, endlich. Manchmal dauert das echt, bis man da hier mal ein bisschen Energie bekommt. So, die sind auch platt? Nee, doch nicht. Einfach mehr ausweichen. So. Grüntee auf jeden Fall rein snacken. Man hier eigentlich rein? Nee. Ja, man merkt schon, es wird schwieriger. Und zwar bekommt man nicht mehr so viel Energie. Vorher hat man hier 7-8 Tränke grünen Tee gehabt. So, hier ist nochmal ein Secret, ne? Ja. Ein Secret. Trinken. Aber ich sag's mal so, wenn er das kann, dass er sich unsichtbar macht und wieder auftaucht, kann ich das natürlich auch, ne? Deswegen sollte ich das auch viel mehr nutzen. So. Okay. Jetzt können wir einmal Energie aufladen. Wir können einmal das Ski aufladen. Sogar noch für spezielle Kräfte den roten Trank.
Jawohl. Los, komm, schieß nochmal. Bitte. Ja, komm, schieß. Oh. Ich sollte das öfter mal nutzen, weil die treffen mich so oft. So, jetzt können wir das Ski nutzen, um effektivere Schläge loszuwerden. Wenn du der Meinung bist, du kannst dich hier unsichtbar machen, kann ich das auch. Boah, Alter. Das war auch eine Schlägerei hier. Mann. Ah, there is no mystery in that. The provincial governor is colluding with the pirates, and I have evidence to show his complicity in what is happening. That explains why nobody has gathered the troops and driven back the pirates so far. Why can't you arrest him? You may not have heard, but our emperor has passed away recently after a long illness. His son, Juitsu, who is still a child, has now ascended the throne. The young emperor's retinue has been trying to agree on who will be regent until he reaches his majority. So far, all these advisors, eunuchs, and nobility have been mired in feuding and arguments. Common folk are suffering. And all they care about is power. Oh, this is sadly true. Like all censors, I only obey the emperor or his regent, and only he can authorize an arrest. My hands are thus tied in the short term. Unlike you, we are not bound by bureaucratic restrictions. We won't interfere in your conflict with the governor. But if you have information regarding the Wuku, we are keen to hear it. That's all I was hoping for. As you know, for many years, our country has been under the Haijin, a sea ban that forbids merchant ships of other countries from entering the Middle Kingdom ports. I clearly remember it being abolished right after the Wuku were defeated. It was said that lifting the ban would prevent the pirates from reappearing, and indeed, the Wuku were not seen for all those years. But the Haijin had one exception. The Ryukyu Kingdom. It alone was allowed to trade with us overseas, enabling them to amass huge wealth. Now, they've lost their exclusive position. I suspect that the Ryukyu merchants have hired the ex-Wuku to resume attacks. They will use their own people at court to push for the Haijin to be reinstated, using the new pirate invasion as an excuse. The death of the Emperor has also played into their hands. It's bad news all around, as it won't be easy to get to these merchants. Have you ever heard of a person called Fudo? One of the Wuku leaders mentioned him. Fudo? No, I haven't. But I will try to find out what I can. In return, I would ask you to pass on any information that seems important to me. Any leads would be helpful right now. Agreed. War eine lange Story, aber was ich interessant fand, dass oben links unser Ski sich jetzt schon automatisch auflädt, ohne dass man irgendwie beschlagen muss. The pigeon has brought alarming news from the monastery at the top of Mount Juhua, one of the sacred mountains in Buddhism. The monks report that they have been attacked by pirates, but managed to drive them off. I know that monastery. Its monks are excellent warriors and have previously taught me a lot. It makes no sense for the Wuku to attack them, however, as the temple is small and holds no expensive relics. This is what we will try to find out. I already have another task for you, but Dao Kung, go there and try to find out what possible interest the Wuku have in the temple. Okay. Aber wieder 6 Punkte. 14. Sehr gut. Jetzt schauen wir noch mal. Genau. Gesegneter Drache, der ist neu.
Die nehmen wir auf jeden Fall. Ach ja, das war ja unser Schreiberling. Gehen wir ruhig mal dahin. Jetzt hat sich ja, sag ich mal, the Wuku are attacking the monastery again. I bet the monks have taken shelter in the main temple. Bis jetzt hat sich ja jede Mission irgendwie gelohnt. Es hat ja alles Spaß gemacht. So, okay. Ihr werdet unsichtbar. Ich kann auch durch euch durch. Könnt ihr mal sehen. Klar, ich könnte auch mal hier den Schlag öfter machen. Aber ich finde, gerade weil die ja so viel gepolstert sind, ist der Schlag hier noch mit am besten. Sieht aber natürlich auch nice aus, ne? Darf man auch nicht verachten. Jetzt mal gucken. Auch ich habe es drauf, Junge. Nee. Sah so aus. Ja, man sieht wieder keinen grünen Tee, ne? Ich hoffe, das kommt jetzt. Ah, ist klar. Jetzt kommen sie wieder, ne? Super. Daran denken, maximale Energie. Sollte eigentlich unser Ziel sein. Und ja nicht in die Predulie kommt, da irgendwie einen Kampf zu verlieren. Das läuft doch wie am Schnürchen. Wenn die gepanzert sind oder so, das ist nix. Ja, volle Energie. Nicht schlecht. Wir wurden so oft angegriffen und konnten uns immer noch super verteidigen. Ski schneller aufladen, ja. Für mich ist am wichtigsten immer noch der grüne Trank, dass sie Energie aufladen können.
Das andere ist so ein so ein nice to have, aber must have ist auf jeden Fall der grüne Tee. Oder der rote, den kann man. Kann man ja auch mal nehmen. Quasi unser Dopingmittel, um die richtig abzuziehen. Oh, wir gucken da raus. Badly wounded and cannot come outside. But we all thank you for your help. I hope the pirates will finally leave us alone. What were they looking for, do you think? Once upon a time, our temple was the largest in the province, and a legend tells of an ancient relic that was kept in one of the caves. It possessed great power, and only a few chosen monks were allowed to come near it. 200 years ago, a strong earthquake destroyed a large part of the complex. It was then decided to move the relic to another, safer location, and the monastery soon fell into decline. The pirates could have found out about this relic from an ancient text written before the catastrophe. Do you know where the relic was taken after the earthquake? No clear records remain, but legends usually mention the Temple of Upper Heaven on one of the peaks of Huangshan. Thank you. This information may be of great help. Okay, wieder was geschafft, sehr gut. Oh, wieder eine neue Waffe. The monks think that the Wuku are seeking an ancient relic that used to be kept in their monastery, but was moved to the Temple of Upper Heaven on Huangshan. The Taoist temple has one relic. This one has another. They're more like tomb raiders than pirates. This is all very strange. If you remember, Shang Lung said that the Wuku were also looking for something specific in the monastery on Mount Putuo. Putuo and Zhuhua are sacred Buddhist mountains, while Longhu, where we found the first relic, is one of the sacred mountains of Taoism. This reminds me of an ancient legend, but I need to check it first. You certainly will. But first, send a letter to Wan Taixin and tell him everything that we have learned. Then, we shall get a group together and visit this temple of Upper Heaven. Its inhabitants may also be in danger. Okay. Ja, ich bin diesmal so, ja, ist ein bisschen unausgeglichen, aber 20 habe ich dann maximal erreicht, ist schon mal gut. So, unsere, was hat er noch? Achso, genau. Hier können wir nochmal unsere Waffe wechseln. Genau, das ist die neue, ne? Ja. Die nehmen wir auch gleich mal. Immer noch ein Ausrufezeichen. Ah. Tritt und Stöße versuchen plus 20% Schaden. Ausweichen fügt 25 Schadenpunkte zu. Testen wir auch mal, warum nicht? Wenn die nicht so gut sind, weil ich fand die Option, durch den Gegner fast durchzufliegen, gar nicht so verkehrt. I have to force my way through the grass. Da sind aber auch in dem Spiel verschiedene Kulturen vermischt. Also Samurai, Ninja, Mönche. Oh, ich bin erschrocken. Es gab eben Gewitter. Das hört sich über Kopfhörer so extrem an. Wie echt. Kommt schon mit eurem Pusterrohr. Du jetzt auch? Ja, gut.
Ah, wir sind schon sehr stark geworden. Viel können die gegen uns nicht ausrichten. Aber auch hier wieder. Kein Tee, ne? Wir müssen die erst alle platt machen. Ich muss aber sagen, das andere Ausweichen, dass ich durch die Gegner durchfliege, hat mir mehr gefallen. Weil man ein bisschen schneller ist. Ja, hier ist noch ein Secret. Auch geil, da oben ist ein Schwein auf dem Berg. Zerstören? Nee. Was macht das Schwein da oben? Der hat natürlich unheimlich Kraft, ne? Das muss man schon sagen. Ich finde auch den Schlag von oben drauf viel besser. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten, das Ski einzusetzen. Dich einmal zu kreiseln. Aber ich finde das schon gar nicht verkehrt. Also von oben einfach mal springt und draufschlägt. Genau. Das hat nämlich unheimlich Kraft und das gefällt mir. Brauchen wir noch nicht aufladen. Ja, genau hier bei dem Gegner. Da gefallen mir die anderen Schuhe besser. Kann ich nicht nämlich auch unsichtbar machen und durch die durchspringen. Ja, man hat schon gemerkt, also vier von denen, die sind nicht so einfach. Die verschwinden immer und das konnte ich ja vorher auch, indem ich dann durch die durchgeflogen bin. Aber vielleicht gibt es ja auch noch zusätzlich andere Schuhe, die wir dann bekommen. Ja, mir sind die lieber, wenn die irgendwie gegen mich kämpfen mit ihrem Pusterohren, dass ich direkten Zugriff drauf habe. Okay, jetzt wollen wir mal ausweichen hier. Mal ein bisschen was trinken. Ja, ist schon übel, die Ninja hier. Ja, man sieht ja, Ninja richten hier nichts aus gegen einen Mönch. Wuku won't dare to poke their noses in here again. Oh, jetzt wollte ich gerade was trinken, aber Mission ist schon wieder vorbei. Glück gehabt.
Hier fehlt nur einer. Schauen wir mal. Er hat nichts für uns. Dann machen wir das nochmal. Das wird unsere letzte Mission. Und dann machen wir erstmal Schluss. Endlich mal eine Mission, wo ich gleich irgendwie was einsammeln kann zum Trinken. Grafik sieht aber auch nice aus, so dieses gezeichnete an dem Dunkeln. Pump isn't working, which is a bad sign. Hier rein? Nee. Wahrscheinlich müssen wir nach oben dann. Sehr gut. Oh. Sind sogar runtergefallen, aber müssen da rüber und wahrscheinlich die Pumpe holen. Was müssen wir jetzt da unten oder? Ah, hier nach unten, alles klar. Konnte ich nicht so genau sehen, ich dachte, ich hätte mich da reinfallen lassen können. Ich suche einen Ersatzrad für die Pumpe. Aufgebraucht. Oh, jetzt müssen wir, bevor wir das Zahnrad suchen, das auch da rumliegt, erstmal Energie aufladen. Das war ein ganz anderes Problem. So. Sehr gut. Jetzt sollen wir reparieren und die Pumpe einschalten. Sehr gut. Pumpe läuft wieder. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich wieder weiter. Da juckt mir doch gleich die Nase. Ach du heilige Nonne. Stimmt, das ist ja... Muss ich gucken, wo genau die Geister sind ja nur mit Ski zu bekämpfen. Okay, super, das hat ja nochmal geklappt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir noch mehr Schaden aufnehmen. Also da von, dass wir noch mehr Schaden tragen. Wenn man das so sagen kann. Ach, wir können ja unser Ski aufladen hier. Ein Getränk.
Sehr gut. Jawohl. Neue Kette haben wir bekommen. Das ist doch super. Und 6 Punkte. Ah, ich Blödmann. Hier kann ich auch noch welche vergeben. Naja. Genau. Das ist jetzt die. Ja, komm. Gerade so im Flow. Eine Mission machen wir noch. Dann muss aber gut sein. It's easy to get stuck here. Sehr gut, kaum Schaden von und kaum Schaden genommen. Gott, mein Sprachzentrum, ey. Das ist auch mal so der Moment, wo ich sage, deswegen macht man eigentlich eine Pause und beendet die Aufnahme. Ist schon nicht mehr schrecklich an hier. Mann, Mann, Mann. Also Energie ist noch nicht ganz gefährdet, aber ich will immer maximale Power haben. Hier noch ein paar Tränke bekommen. Nee, leider nicht. Aufpassen. Hey. War mir nicht ganz sicher, ob ich da runterfallen darf. Die waren bis jetzt als Gegner auch noch ziemlich harmlos. Und ich bin wirklich stärker geworden. Looks like these boxes contain mostly food and supplies. I should tell the farmers in the neighboring village. They'll find these useful. Super, haben wir auch gepackt. Das freut mich. Vergeben wir mal die Punkte. Gibt's denn da eigentlich? Okay, also wir haben noch einige Punkte, die wir noch sammeln können. Ach komm, einen machen wir noch. Wir sind gerade so im Flow, es macht gerade so einen Spaß. Aber das ist dann wirklich der letzte. Yeah.
Die weichen mittlerweile auch ganz gut aus. Wow, da haben wir es denen aber richtig gegeben. Die waren aber auch nicht schlecht. Warte mal, hier ist so ein Secret, ne? Ja. Wozu auch immer ich das brauche, keine Ahnung. Mal ein paar Tränke zu uns nehmen hier. Noch ein. Oh, hier ist noch ein Fass. Ich hoffe, da ist noch was drin. Nee. Geht's jetzt hier weiter oder? Ach nee, hier geht's weiter. Ist klar. Ich würde sagen, wir laufen hier mal rüber. Ist dann sicherer. Weicht immer viel zu wenig aus. So, komm. Jetzt hier. Schlag ausweichen. Und ausweichen. Ja, geht da schon besser. Ja, es ist schon wichtig. Man läuft da immer genau rein. Das ist zum Kotzen. Jawohl, eingesammelt, sehr schön. Ja, die kannst du auch mit dem Ski mit der Kraft gar nicht mehr so richtig kriegen hier. Immer stärker. So. Ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen variieren mit unseren Schlägen. Wir sind zu geradlinig. Das ist natürlich ausrechenbar für den Gegner. Gehabt, dass wir da nicht runtergefallen sind. Ich fühle mich hier auf dem Festland auch ein bisschen wohler, als wenn ich irgendwelchen komischen Holzbrücken hier rumtanzen muss. Ja. Das ist auch eine schöne Kombo. Mal trinken wir mal einen roten Tee. Thank you.
So. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben, Ernst. Das ist ein Problem. Mal wieder ein bisschen ausweichen. Das war knapp. So, trinken. 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 Keine Lust hier als Leiche zu enden. Leave at once, or you'll share the same fate as your minions. Damn, I ran out of time. I told Fudo that he should have ended you a long time ago, but he wouldn't budge. Blasted monastic solidarity. Fudo is a monk? Oops, perhaps I've said too much. Or have I? Yes, he's a monk. A Japanese one, of course, a Sohei. He frets that so many people have had to suffer, but still justifies his behavior in the name of lofty goals. He can't be such a bore sometimes. But why keep talking about him? Let's get down to business. Ach du heilige Morne. Das ohne zusätzliche Energie. Okay, wir haben ihn bald. Geht doch ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt hier schon das Ende war. Weil der war ja wirklich relativ leicht. I'm assuming this is the relic? If by relic you mean one of the sections of the Hishibi Jade Disc, then yes, it is. My guess has been confirmed. Hishibi? According to legend, this powerful artifact endows its owner with incredible power. All the manuscripts state that the disc disappeared 300 years ago during the Mongol invasion. That's right. As the barbarian army approached the capital, the order was given to break up the disc and hide it. The capital was Hangzhou back then, so the pieces were hurriedly hidden in these parts. Why is everything always so complicated? You could have just destroyed the disc. But no, you had to split it into pieces, so that one day, some psychopath would try to unite them and take over the world. While the Hishibi is whole, the energy contained inside it is in constant circulation, and doesn't reveal itself in any way. If the disc is destroyed, this energy will be abruptly released, and cause a terrible cataclysm. Right now, the disc is not whole, but the instability of the shards can be controlled if they are kept in special places where power is concentrated. The sacred mountains of the Middle Kingdom are such places. The first shard was hidden in the Taoist temple on Mount Longhu. The second was hidden in the Buddhist temple on Mount Zhuhua and later brought here. The third shard should be kept in a Confucian temple, but we don't know which one. You keep talking about the great power that this disc bestows, but what is it exactly? Hishibi erases the boundary between worlds. Its owner can summon thousands of spirits from other worlds in an instant, and they will all obey his will. He will have to pay a terrible price for it, though. The person who performs this ritual binds himself to the disc and is torn from the wheel of rebirth. The disc absorbs its owner's essence after his death, and it forever becomes a part of Hishibi. The person responsible for all this has either gone mad in their hunger for power, or has nothing left to lose. This is why the abbot suggested that we keep the shard until the conflict with the Wuku is over. He said that the shard will remain stable for a long time if nobody tries to use its energy. Meanwhile, they will try to find a new place to hide it. Excellent.
Let's take the shard and head back to the Tulu before the scouts start following us. Prima. Alles klar, neue Waffe haben wir auch noch und wieder neues weiteres Relikt und Scheibe zu vervollständigen. From Wong Taishin, his informant on the Ryukyu Islands, had found out some valuable information about Fudo, the Wukou leader. This person would meet them in the town of Naha, capital of Ryukyu. Half of the monks went there on Li Haibo's ship, while the other half stayed behind to protect the country from pirate raids. Sehr gut, somit haben wir Kapitel 4 dann auch abgeschlossen. We've made it to Okinawa. I didn't think that I would ever come back here. They know my ship well at the local port, but I'm not exactly welcome there, so I've anchored in a secluded cove. Something tells me that you're no merchant, but a simple smuggler. An ex-smuggler? Where are you going to find a merchant as skilled with the spear as me? You're not actually that skilled with it. Ugh. You guys deserve a kick in the butt. I don't want to interrupt your fascinating conversation, but we should get down to business. The informer is waiting for us at a tea house in the center of town. Wong Taishin should be there already. If the Wukou are truly in league with the Ryukyu merchants, they may have people stationed all over the island. Let's split up to attract less attention. Okay, das ist quasi das, was vorher im Tempel war, liegt jetzt hier rum. Hier ist die Maske. Kann man halt aussuchen, welche man haben möchte. So, hier können wir nochmal Punkte vergeben. 7 Stück. Diesmal machen wir das mal ein bisschen ausgeglichener. Ja. So. Er hat ja eine neue Waffe für uns. Die Sumpfkralle. So, aber die Schuhe ändern wir nochmal. Genau, weil die waren besser. Gerade wenn die Ninjas angreifen. Machen wir noch eins? Ach komm, scheiß drauf. Eins machen wir noch. Oh, gleich Tee gefunden. Don't look like simple pirates. Na gut, die Level sind ja auch nicht so lang. Die kann man dann halt mal schnell durchzocken. Was ist das denn? Ah, Schutzschild. Sehr gut. Hält aber auch nicht lange an. Genau, hier, sehr gut. Kommt gerade richtig. Dafür, dass jetzt einmal alle nicht so schwer waren, haben wir doch ganz schön Energie verloren. Ja, ist doch besser. So. Ist besser, so mit den Sandalen hier rumzurennen. Durch die Gegner auch durch. Ich hoffe ja, dass wir hier noch einen Trank finden. Ja, sehr gut. Grüner Tee. Ich hoffe, dass hier auch noch was drin ist. Ja, sehr gut. Okay, dann gehen wir mal rein. Haben wir aufgenommen. Ja.
Energie sieht aber schlecht aus. The informant didn't wait for us and escaped through the back entrance. There's no time. Xuan Pai will find me himself. Okay. Ich hoffe, dass wir gleich Energie bekommen. Oh ja, grüner Tee. Ich snack mir den sogar gleich rein, bevor ich die anderen Fässer öffne. Genau, oder zerschlage. Wenig Energie gehabt. Kenne ich von dem Game eigentlich auch selten. Super. Hier wird auch noch was drin sein. Maximale Energie. Kriegen wir auch nochmal. Sehr gut. Schieß aufgeladen. Ja, mal gut, die haben wir ganz gut zerlegt. Energie braucht man nicht. Aber wir nehmen ja nochmal. Oh Mann, die sind nicht ohne, die mit der Rüstung. Wieder einer hin. Ja, den haben wir Gott sei Dank platt gemacht. Das Gute ist, dass die mit dem Pusterrohr nicht so schlagen können. Na, jetzt hat er wieder einen Bogen. This is the informant, if I understand correctly. Mann, 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 ey, das war aber noch mal eine heikle Runde. Yes. Very funny. I found Wong Taishin's seal in the tea house, so I assumed that he was kidnapped by these samurai. We'll deal with this later, but now we should return to the ship, as I can already hear the guards shouting. Super. The informant is dead, and Wong Taishin has been kidnapped. We can consider the operation a failure for now. Don't give up yet. I know a man here named Kage Mosha, who is a veteran bandit and has spies on every street corner. He must know something. He landed in jail recently and won't be easy to reach. However, I've never yet met a jailer who'd say no to a bottle of fine plum wine. I'm barred from going in there, and no amount of wine will change that. You will have to meet with Kage Mosha instead. He's generally not very talkative, so tell him Redbeard said hello. He will understand. What about the warriors who attacked us? They clearly weren't Wuku. A cross inside a circle is the symbol of the Japanese Shimazu clan. The Ryukyu merchants have collaborated with them for a long time, and may be using their soldiers for protection. As if the Wuku weren't enough. Now we have Samurai as well. So, jetzt laden wir nochmal unsere Energie auf hier. Besser gesagt, wir vergeben die Punkte. So, gehen wir auch mal hier hin. Wieder zurück. Ja, machen wir das mal so. Sehr gut. Der hat nochmal eine
andere Kette für uns. Ach, Armschienen sind das sogar. Nehmen wir die. Ich weiß gar nicht, ob mir die Maske gefällt, ob ich vielleicht sogar noch mal eine andere nehme. Oder gleich mal schauen. Ich fand die rote ganz nice. Wahrscheinlich auch andere Fähigkeiten. Genau, wir nehmen die hier mal. Ja, die gefällt mir doch besser. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum wir überhaupt welche brauchen. Aber naja. Nehmen wir das mal so hin. Ja, das legen wir mal beiseite. Gucken wir mal, was unsere nächste Mission ist. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Punkte hatten, die wir vergeben. Ne, die haben wir letztes Mal schon erledigt. Dann kann es hier gleich zur nächsten Mission gehen. Und dann geht's ab. I've heard that their gang has shrunk in number lately and that they often hire Ronins, former samurais. So be careful. Thanks for the valuable advice, but how about you help me? I need to guard the ship. From who? There's only one exit and I'm passing through it. Keep walking then. Don't waste any time. Hier interessant, der Feigling sagt, er muss Achso, warte mal, hier haben wir den grünen Tee, genau. Der Feigling will halt das Boot bewachen. Ja, ganz toll. Ach, hier geht's schon ab. Also, ich habe manchmal das Gefühl, es kommen nur noch gepanzerte Gegner. So, auch hier wieder wird jede Box platt gemacht. Jedes Fass gekillt. Wir wollen auf jeden Fall so viel Energie wie möglich einsammeln. Sehr gut. Grüner Tee schmeckt wieder. Genau. Jetzt erstmal wieder auf die Mütze. Wer schießt da denn? Was denn da für komische Feuerbälle hier ankommen? Geht's nach oben eigentlich? Nee. Alter, was ist das denn? Wir müssen mal ein bisschen ausweichen. Mal was trinken, weil dieser komische Feuerball, der da von rechts und links fliegt, irgendwie ein bisschen komisch ist. Eine Kanone ist das. Was schießt denn mit einer Kanone auf mich, ey? Die Kanone auf Spatzen schießen. Ja, komm, den machen wir auch noch platt. So, und dann snacken wir uns erstmal den grünen Tee rein. Sehr gut. 683 Punkte haben wir. Oh. Sehr schön. Viele Fässer, gibt viele Getränke. Auch hier gehen wir wieder auf maximale Power. Auch wenn die Energie gar nicht so schlecht aussieht. Jawohl, jawohl, jawohl. Jo, okay, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wir können auch gleich mal ein Schutzschild aktivieren. Hält immer leider nicht so lange. Kriegen wir noch mal eins. Ich
Ja, komm, schieß nochmal. Ja, der nächste bitte. Schön. Weißer Tee, sehr gut. Haben wir hier ganz gut gebraucht. Jawohl. Ich habe hier einige versammelt. That's one less gang in the world. So, die Bande haben wir erledigt. Leider keine neue Waffe bekommen, aber okay. Aber wir können jetzt hier... Oh, 9 Punkte haben wir diesmal bekommen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir gleich die nächste Mission. There's a riot in the prison, and the guards won't bother figuring out who's who. At least Liu Haibo will be happy that his wine is safe. Die Fässer holen wir uns auf jeden Fall. Hier ist sogar ein Secret. Sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Getränke. Ist ja meistens so, dass wir am Anfang kämpfen und nicht gleich Getränke bekommen. Sieht aber diesmal anders aus. Okay, zeigt, wir müssen nach links. Jawohl. Ah, da geht gleich die Tür auf. Sehr gut. Der hat doch gesessen, der war gut. Kaum Energie verloren. So, dann müssen wir aber nach rechts gehen, ne? Jo. Quasi einen Schlüssel bekommen. Okay, ich muss ein bisschen auf mein Timing achten. So, man hat manchmal das Bedürfnis, hier dran vorbeizulaufen, an diesen Fässern, aber die bürgen so viel Energie. Boah, Energie sieht noch gut aus. Ja. Boah, ich bin noch gar nicht richtig wach. Viel zu früh am Morgen. Jawohl, jawohl, jawohl. Ah, hier ist auch noch was. Sehr gut. Schon mal 4-mal grünen Tee. Eins snacken wir uns gleich mal rein. Ich muss sagen, die Schuhe sind echt genial, dass man so durch die Gegner durch kann. Besser als die anderen. Sehr gut. Grünen Tee holen wir uns noch. Da müssen wir später rein. Ich vermute mal, hier bekommen wir jetzt den Schlüssel. Sogar zwei von denen. Oh,
Treffen, ausweichen. Treffen, ausweichen. Treffen. Ja, hier ist der Schlüssel. Ist hier irgendein Fass? Nee. Sehr gut, das wäre grüner Tee. Ja, das geht doch ab. So ein bisschen Hektik am Morgen macht ihr wach. Besser gepanzert. Also zuschlagen, ausweichen. Zuschlagen, ausweichen. Zuschlagen, ausweichen. Und jetzt Ski einsetzen. Ja, sehr gut. Yuhaibo's friend should be here somewhere. Kagemusha, Redbeard sends his greetings. What do you know about the link between the Wuku and the Ryukyu merchants? I know everything. What's not to know? There's no direct link since the merchants would never deal with the Wuko themselves. So they have a go-between. A Japanese man appeared here about half a year ago and offered the local wealthy people a deal. He promised to arrange a new Wuko invasion of the Middle Kingdom, such that the Emperor himself would rush to reinstate the Seaban. The Ryukyu merchants were to sponsor this deal and bribe your officials. This intermediary's name was Fudo? That's right, Fudo. You really shouldn't be getting into this, monk. It's so messy that even I didn't want to get involved. I went to see this Fudo as part of a gang for hire, but the conditions on offer were too good. We were allowed to keep almost everything that we stole, but we had to attack particular temples and villages. I figured the whole thing stank of politics and did a runner. Better to steal than to get drawn into a war. You said that you went to see Fudo, so you know the location of his lair? I wouldn't call it a lair. He's got a huge mansion on the east side of town, with gardens and a pond. A real nice place. Give me your map, I'll show you where it is. Thank you so much. You've really helped us. Now I must hurry before the guards appear. Wait, wait, monk! Open the door to my cell! Yuhaibo didn't say anything about that. Here's the wine as a gift. That beard is a real jackass. I'm going to shave him when I get out of here. Ah, neue Waffe. Sehr gut. Und neue Punkte zu vergeben. Jo, das ist gut. Nehmen wir die doch mal. Kritischer Treffer verursachen Blutungen. Super. Geht schon weiter. Sehr gut. Ja, ich bekomme immer noch zu viel Treffer. Liegt aber daran, dass ich wahrscheinlich nicht ernsthaft gefährdet bin, was meine Energie angeht.
Weil so müsste ich das eigentlich machen. Zuschlagen und dann ausweichen. Zuschlagen, ausweichen. Sehr gut. So, Energie. Ja, einen Schluck nehmen wir ruhig. Los, schieß. Ja, gut. Nächste bitte. Schön. So. Energie wieder aufs Maximum. Auch wieder so zuschlagen, ausweichen, zuschlagen, ausweichen, zuschlagen, ausweichen. Das ist die beste Strategie. Okay, da hat er mir mal ein paar gegeben. Ich würde sagen, wir nehmen auch gleich mal den roten Tee. Damit wir viel mehr Kraft haben. Bitte ein Schuss. Dankeschön. Ein Schuss. Dankeschön. Fässer nehmen wir auch noch mit. Jawohl. Geil, wie wir die Bomben abgewehrt haben. Sehr gute Leistung.
The ship's crew definitely won't be a hindrance to us. Alter Falter, da haben wir aber gut aufgeräumt. Schade, ist schon wieder vorbei. Oh, neue Erweiterung. Verteidigung plus 20%, ausweichen, treten und bersten. Lenken Projektile ab. Ich glaube, ich bleibe bei denen. Die gefallen mir sehr gut, die sind sehr flink. Hier können wir noch Punkte vergeben. So. Prima. Auf ins nächste Abenteuer. Fudo's Mansion. It's right here, in the east part of town. Excellent news. Wong Taishin must be there. You will go inside and free the official, and we'll stand outside the gates and hold back the samurai reinforcements. Try to act fast. Oh, das sieht aber schick aus. Stiefel sind super. Das Ausweichen durch die Gegner hindurch. Es ist grandios. Ein bisschen Energie haben wir verloren. Guck mal her hier. Den Ninja im Baum. Den haben wir auch, sehr gut. Die mal mit ihrem blöden Fuß zu rohren, ey. Den Treffer hätte ich mir auch sparen können, aber es war jetzt nicht ganz so schlimm. Könnten ein paar mehr Fässer sein, das wäre gut. Okay. Schlagtreffer, ausweichen. Schlagtreffer, ausweichen. Sehr gut. Ah, da hinten ist wieder ein Secret. Energieaufnahme. Maximum Power haben wir dann wieder. Schönen Äpfel, sollte man lieber einen Apfel snacken.
mal, da geht doch gleich die Tür auf. Meister oder so, ja? Sehr gut. Well, hello, my young friend. Huang Taixin? Doch, das habe ich gerade auf, mein neues Headset. Do I look like a Sohei? No, Daokun. Moin, moin. We are simply business partners. We were brought together by the Ryukyo merchants, with whom I have dealt with for many, many years. My task was to feed Fudo and his helpers information. For example, I told them about the temple where one of the Hashibi pieces was moved to, conveniently revealed to me by a group of Shaolin monks. Moreover, I had to prevent the news of Wuku attacks from getting out, blaming it all on regular bandits or villagers' tall tales. The merchants regularly paid me for all this. He intends to summon an army of spirits and use it to establish a new order in his country, one without samurai, clans, or wars. His plan is as melodramatic and naive as Fudo himself. But if anyone can do it, it's him. You won't listen to me, of course, but a final word of advice, Daokun. Let that madman take the Hashibi and go back to where he came from. You're right, I won't. Farewell. Aber der Klang ist Wahnsinn, der ist viel besser als das alte irgendwie, also von dem 5.1. Liegt aber daran, dass das alte ja kaputt war. Oh, neue Waffe haben wir bekommen. The heroes discovered that Fudo's troops had attacked their camp in their absence. The defenders had fought bravely against the greater pirate force, but eventually, one after another had fallen in battle. The bodies of Shang Lung, Yin, and Jin were mounted on their own staffs, and only the wounded leader of the monks was left alive. Fudo hadn't finished off Guan Li, but he had called up the white fire and burned the monks' eyes. He then took the shards of Hashibi, which were kept in the camp, and disappeared with the remains of the army as quickly as he had appeared. Oh, Kapitel 5 schon. Uiuiui. Geht ab. We have buried our brothers, but this will not weaken our resolve. We must find and attack the main Wuku base before Fudo obtains the third shard. It won't be easy to find. But Lu Haibo has an idea. Everything suggests that Fudu's main base is located not on the mainland, but on one of the islands east of Wenzhou. I have called together my old comrades, experienced captains, smugglers, and even adventure seekers, and they have agreed to help us with our search. After all, life will be easier for them if the Wuku are gone. This won't be a quick process. But it's the best we can do for now. And another thing. During the battle, we clashed with the Sohei, Japanese monks like Fudo himself. These warriors are incredibly strong and equal in skill to the Shaolin monks. Be careful when engaging them in battle. So, dann vergeben wir erstmal wieder Punkte. Warte mal, ist das gut? Machen wir die ruhig gleich 5 hier, ne? Voll meine ich. Sehr gut. So, jetzt muss ich meine neue Waffe holen. Geisteraura. Jeder getötete Feind regeneriert. Ski innerhalb der Aura. Radius und Geister sind immer Material. Materiell. Sehr gut. Oh, das ist sehr gut. Vorher muss die Geister immer anders killen. So. Wollen wir mal aufbrechen. Und raus geht's. Fudo has already sent his soldiers. Yeah.
Fässer wieder zerstören. Schön einsammeln hier. So. Ja, komm, schieß. Jawohl, gut ausgewichen. Besser gesagt, die Kugel zurückgestoßen. Da kommen wir leider nicht hin. Eine spezielle Fähigkeit. Jawohl. Unheimlich viel Kraft hier, die Jungs. Hier würde ich sagen, snacken wir uns doch mal grünen Tee rein. Wir können uns mal ein Schutzschild jetzt aufbauen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Zack. Das hält immer nicht so lange, das ist leider das Problem. Jawohl. Energie. Ja, ein grünen Tee snacken wir uns rein. Ski laden wir wieder auf. Jawohl. Ah, das ist jetzt geil. Mit der neuen Waffe, dass die Geister sich die auch so bekämpfen kann. Dass die gleich materialisiert sind. Na, kommt schon. Ausweichen, zuschlagen, ausweichen, zuschlagen, ausweichen. Ist gleich weg, nur ausweichen. Ausweichen. Sehr gut, sehr gut. Gute Arbeit ist das. Und noch eine. So, ich glaube, wir weichen mal ein bisschen aus. Schutzschild bauen wir uns auf. Oh, ausweichen. Jawohl. Und wieder weg. Zuschlagen und weg. Zuschlagen und weg. Also so kann man es überleben. Ah ja, sehr gut. Ausweichen, zuschlagen. Ausweichen, zuschlagen, ausweichen, zuschlagen. Geist müsste, jawohl, ist besiegt. Damn it. Sehr gut. They've beaten me to it after all.
Oh, noch eine neue Waffe. Wobei das mit den Geistern gefällt friends mir. Have managed to track down the Wuko. Dass die jetzt materialisieren. Yes, ich glaube, wir bleiben bei der Waffe. Fortress on the island. It was heavily damaged during the war, but its the main forces are in a harbor on the west side of the island, while only Fudo and his personal guard remain in the fortress itself. We have a plan for how to get inside. I'll explain on the way there. So, sehr gut. Halt, da war noch was offen. Aber auch gleich voll. Siegel des Hebens. So, die Waffe holen wir uns nicht von ihm. Wir bleiben bei der alten. Dann geht's gleich wieder ab. Ja, sehr gut. Gibt's gleich wieder was zum Einsammeln. Aber gleich schon mal einmal grünen Tee. So, bitte einmal schießen. Danke. Nochmal. Dankeschön. Jawohl, ja, das war doch gut. Ja, okay. Mal also zuschlagen, ausweichen ist immer noch die bessere Option. Ich leiste mir immer noch zu viel 1-zu-1 Kämpfe. Ohne Strategie. Der Typ ist auch weg. Sehr gut. Jawohl. Jetzt noch zwei Maschinen einsetzen. Zack. Wir brauchen ein bisschen mehr. Okay. Hat uns ein bisschen mehr Energie gekostet. Aber wir haben genug Getränke. Genug Tränke, deswegen ist das ganz gut. Bitte nochmal. Danke. So, wieder auf maximale Energie gehen. Ah, so langsam reagiert. Jawohl, der ist auch weg. Jetzt läuft der da oben. Ich hoffe ja, dass wir deswegen mal eine Bombe zurückwerfen können. Los, komm. Wirf, bitte.
spät vom Timing, ja? Ah, jetzt hat's geklappt. Ja, ich kann mir auch ein Schutzschild machen, so ist es. Ja, die brauchen aber eine Menge. Die haben so viel Universalfähigkeiten, die können Bomben werfen. It doesn't look like their powers are exhausted. Oh, heftig. Yet they're withdrawing. Ah, neue Kette. Die werden wir uns mal anziehen auf jeden Fall. Aber erstmal verteilen wir die Punkte. So wie sich das gehört. Sehr gut. Mal gucken. Erhöht die maximale Menge an Ski um 1. Oh, das hört sich gut an. Die Ski können wir mal sehr gut gebrauchen. We follow the plan. While the Wuku outfit their ships for sailing, we approach from the west side of the fortress and break open the gates. Then we burst inside, put Fudo on a stake, take the Hashibi, and return home as heroes. I had no idea you were so bloodthirsty. Why do you think they call me Redbeard? Cover me! Schon ein paar mehr. Das ist echt, echt gut, dass wir vier Skibalken durch die Kette haben. Nochmal Schuss. Ah, nochmal bitte. Jawohl. Oh, sehr gut. Mit dem Weg frei gemacht. Tee haben wir auch wieder. Kommt der jetzt rein hier mit seiner Kanone? Nee, ne? Wahrscheinlich. Zack und Zack und Zack.
Sehr geschickt haben wir uns da nicht verhalten. Na, komm schon. Oha. Ich hoffe, wir können die Fässer da hinten. Nee. Wir haben keine Tränke mehr und die Energie sieht nicht gut aus. Ah, jetzt kann man grünen Tee rein snacken. Sehr gut. Aber spezielle Kräfte, das ist gut. Ein paar Schatzkisten. Mann, den haben wir wieder geknüppelt hier. Zuschlagen. Aber wir nehmen nochmal einen Rotstee. Mehr Kraft. Ja, langsam wird schon schwieriger jetzt. Zuschlagen. Zuschlagen. Wir sind draufgegangen. Boah, das haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Naja, ist ja Gott sei Dank nur die eine Stelle hier. Okay, wenn man natürlich auch keine richtigen Tränke bekommt und nichts. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen zack zuschlagen und dann ausweichen, zuschlagen, ausweichen. Zuschlagen, ausweichen, sonst wird das nichts. Ja, los, komm. Ski aufladen. Es wird knapp, aber diesmal könnten wir es packen. Where is this Fudo? Oh, das war ein harter Fight hier. We were all too late. He's eluded us yet again. He was in a hurry to leave. All his notes, diaries and maps are on the table. Let's take everything with us and return to camp. Xuan Pai, you can study it on the way. Ooh.
Noch eine neue Waffe. Fudo's notes state that once he collects all the shards, he will head to the top of Mount Hiei in Japan. A huge Sohei monastery complex called Enryaku-ji is located there. He wants to finish repairing the disc, and for that he needs a place of power comparable to our sacred mountains. Maybe to hell with the Hashibi, and to hell with Fudo. He's gone, and that's that. Let them sort it out amongst themselves. What does it have to do with us? Do you really think that with such power, and having conquered one country, he won't decide to conquer another? First Japan, then Ryukyu, Joseon, and then it will be our turn. Fine, fine. You've convinced me. When do we sail? Yesterday. So hurry up and get ready, and we'll be off. So, sehr gut. Die Punkte sind voll. Und hier. Auch voll, das ist sehr gut. So. Die neue Waffe nehmen wir jetzt mal. Erhöht den Schlagabstand aller Stäbe um ein Drittel. Langsam der Feinde 5 pro Treffer. Wir probieren die mal, ansonsten nehmen wir nächstes Mal die hier. Also auf ein neues. The trees can't be flowering at this time of the year. Fudo has begun the ritual and the boundary between worlds is gradually being erased. I will tell you a story, Daoko. So listen carefully. In a faraway land, the whole country was divided among different clans. Some clans were bigger, some were smaller, but all had their leaders, the Daimyo. Sehr gut, und jetzt kommen wir auch gleich hier rein snacken. They often argued. They settled their arguments by pitting their soldiers against each other on the field of battle. So, sehr gut. So, jetzt haben wir ganz andere Möglichkeiten. Ich kann nicht mehr zum Geist werden. So. Dann können wir die gleich niederknüppeln. Ganz was anderes. One Daimyo decided that the land Jawohl. Da geht das dann Because the only thing he knew how to do was fight. He began to unite the country using force and coercion. Der Blitz getroffen. Ja. So, der ist gleich weg. Jawohl, und nochmal. His military campaign lasted a long time. Until one day, he came to the base of a sacred mountain. A breathtakingly beautiful monastery stood on this mountain, surrounded by many villages. Yeah.
Super. Der war mal da. Achso, ich dachte, er hätte mich getroffen. Ja, so muss das sein. Können wir der Geister-Lady noch ein bisschen in den Arsch treten und dann ist sie gleich weg. Ja, und alles nur, weil wir den richtigen Stab jetzt haben. So that there will be no more wars. Bow to me, and you too shall have peace and unity. Noch eine geile Braut. Sehr gut. For they already lived in peace with each other and the surrounding people. They refused the daimyo and shut their gates. Ja, sprengt euch mal gegenseitig in die Luft. Das ist sehr gut. Zack, zack, komm. Packen wir noch. The Daimyo grew angry and ordered his troops to burn down the monastery. Drücken mal die Daumen, dass hier grüner Tee drin ist. Everyone in the villages, down to the last infant. They say their screams can still be heard over that mountain. Oh, und jetzt, ich guck mal, ob hier rechts noch was ist. Das wird ja jetzt aber nichts mit der Energie. Okay, ja, wir starten mit voller Energie. You're just in time. I have already united the Heshibi. All I have to do is complete the summoning ritual. I'll give you one chance. Return the amulet and I'll leave. There's no reason for us to fight. No. Thousands of people died on this mountain. They were burned alive in the name of someone's clumsy ideals, were slaughtered to teach others a lesson. You lost your parents as a child, while your grandfather died at the hands of my soldiers. Don't tell me that you wouldn't give anything just to have them back. Back as eternally hungry spirits? You don't want to bring them back. You want to get revenge on those who hurt you. Revenge? I shall banish the demons. Those that shout about uniting the country, but seek only power to satisfy their own ambitions. Those that reach for their goals through the ashes of their innocent victims. You don't actually care about demons or anyone's ashes. Save your dramatic speeches for your followers. Shut up, scumbag. Shut up. Oh, huh. Ziel ist es auf jeden Fall, seine Scheibe jetzt hier kaputt zu machen. Alles so ein bisschen geduldiger, das Ganze hier. Wir können jetzt hier nicht einfach Faxen machen. Muss ein bisschen aufpassen. Thank you.
eigentlich fast packen. Jo, Scheibe ist weg. Energie geht. Und jetzt Konzentration. Treffen, ausweichen. Treffen, ausweichen. Reine Konzentrationssache. Wir müssen sehr fokussiert sein. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Wenn er uns einmal trifft, er trifft uns auch zweimal. Er hat so viel Kraft, das ist das Problem. Wir sind zwar schneller, aber er hat mehr Kraft. Auch nicht immer clever, was ich mache, dass ich ihn zwei Schläge verpasse. Besser wäre es sogar, ich würde immer nur einsetzen. Das ist sicherer. Jetzt kommt schon sein Schergen sogar zurück. Müssen wir uns mehr auf die konzentrieren, bevor wir ihn wieder angreifen. Situation ergibt, dass wir ihn treffen können, dann machen wir das doch auch. So, die sind jetzt weg und jetzt wird's knifflig, denn wir haben gerade ein bisschen die Konzentration verloren. Eigentlich müssen wir nur so weitermachen, aber das Fokussieren und Konzentrieren in der Situation echt hardcore. Wohl so gut hat es noch nie ausgesehen bei mir hier. So, Schlag ausweichen. Schlag ausweichen. Schlag ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Ausweichen. Ausweichen, ausweichen, schlagen, ausweichen, schlagen, ausweichen. Sehr gut. Jawohl, wir haben ihn. Oh, war der Hardcore. Mann, 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 Mann. Heftig, heftig. Udo and his mad plans came to an expected end. According to the monks of South Shaolin, the Hishibi was destroyed during the battle on Mount Hiei. And one can only guess if this is true or not. The Wuku were finished once and for all. Some say this happened thanks to the Emperor and his wise internal policies. Others say it happened on its own once the Wuku homeland was united and the long period of chaos and bloody fighting was finally over. But you and I know that it was all thanks to the 9 skilled and brave warriors. The 9 monkeys of the Shaolin. So, Freunde, wir haben es durchgezockt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Like da. Daumen nicht vergessen. Abo nicht vergessen, ein paar Kommentare, ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.